Was haben wir? Dottore, dann lassen wir uns mal den Doktor renovieren. Geschäftsaufträge, ja. Kurz was schreiben. So. Tust. Das allerschlechteste Deutsch. Egal. So. Wir werden jetzt den Borgia-Turm machen. Und zwar den da hinten. Dazu gehen wir Handelswaren, indem sie Banditen plündern. Ja, das können wir auch mal machen. Irgendwann mal. Kacke. So, wunderbar. Dann sind wir wieder draußen. Kacke. Och, Mensch. Dieser Wein war wirklich... Ist das nicht gefährlich? Besoffene Leute, echt ein schlimmes Volk. So, dann machen wir jetzt noch so als letztes Gimmick diesen extrem schweren Umruf. Borgia-Turm. Vielleicht kriegen wir das mittels dem Pfeilhagel. Und ohne Probleme hin. Vielleicht wäre cool, wenn... Nee, da komme ich nicht hoch. Kacke. Mal gucken. Hier komme ich auch nirgends hoch. Scheiße. Da ist auch noch ein Dingturm. Kommen wir nee, auch nicht. Wir müssen wieder um die halbe Welt reiten. Oder laufen. Dass wir da zu dem Borgia-Turm kommen. Oh Gott. So. Da ist noch ein Steckbrief. Den können wir dann auch gleich mal removen. Und dann können wir den Borgia-Hauptmann töten. So. Ist der unten. Der Penner ist ja unterirdisch. Genau. Irgendwie. Wie viel? Davon haben wir natürlich null. Den Borgia-Hauptmann töten können. Halt! Auf ein Wort! Echt? Moment. Ich glaube nicht. Denn du bist jetzt tot. Was? Noch einer? Woher kommt der Hauptmann? Sagte... Komm. Ich will, dass der andere mich angreift. Ja, genau so. So, jetzt du und du. Hauptmann. Hey! Wo ist der lang gerannt? So, wunderbar. Dann werden wir mal uns den Herren hier plündern. Und der orangene Wolfskopf zeigt uns ein... dazu tun wir erstmal den Borgia-Turm ausrotten. Bäh! Warum wir das getan haben? Weil wir es können.
Weil die Stress von uns haben. Weil sie Schiss vor uns haben. Oh Gott, ich komme da nie wieder raus. Das war schon bei der PS3 so. Dass ich da nie wieder raus... Oh, gefunden habe. So leicht kommst du nicht. Doch. Ich sehe nicht. Naja, hier sind wir. Wunderbar. So, dann. Träum weiter, Armleuchter. Ja, Armleuchter, ich geb dir gleich Armleuchter. So, lass mal die nochmal antreten. Tempo, ich verliere ihn! Ich sehe ihn! Und dich kriegst du. Los, los! Kopf getreten. So. Boah, Stronzo. Ja, die machen das für mich. So, dann klettern wir mal hier nicht hoch, weil wir es immer noch nicht können. Machen wir jetzt noch den Borgia-Turm, dann sind wir auch zufrieden. Also wir kommen jetzt mit, eigentlich kommen wir mit 4 Stunden Aufnahmezeit durch komplett Assassin's Creed jetzt noch. Also jetzt noch 3 Stunden. Dann haben wir Assassin's Creed eigentlich durch. Das ist schon krass, also Assassin's Creed Brotherhood hat weniger Spielzeit ungefähr wie Assassin's Creed 2. Kacke, wir müssen ja dann hier rüber. So. Du hältst dich da fest, Ezio. Gehst hoch. Und dann kannst du hier hochkrabbeln. So. Es geht dann darüber und noch ein Stückchen. Und nach oben. So. Wir haben den Pfeilhagel wieder voll. Das ist sehr gut. So. Klettern. Hey, komm. Hallo? Hä? Wieso geht denn der jetzt nicht hoch? Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Dass du da jetzt nicht hochkommst. Mit kleinen Fensterchen. Hier am Kolosseum kannst du rumkrabbeln, aber da kommst du nicht rum. Ich verstehe dich nicht, Ezio. Ich verstehe dich manchmal echt nicht. So, und hoch, und hoch. Wunderbar. Und anzünden. So, va bene. Dann haben wir wieder einen Aussichtspunkt synchronisiert. Dann gehen wir mal kurz hier in diesen Assassinenturm noch rein. Weil dann können wir neue Assassinen wurde verlieren. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Wie viel haben wir denn einen? Dann setzen wir den auf Waffen aus. Bei dem auf Rüstung, weil ich möchte das recht gleichmäßig verteilen. Okay, die haben das noch nicht. Ja, wir belasten die alle auf Assassinen Weiß. Das sieht cooler aus. So, wunderbar. Okay, dann schicken wir die mal wieder auf ein paar Aufträge. Den hier und den hier. Dann werden die ein bisschen hochgeskillt. Und ja gut, das reicht nicht für den. Da müssen wir die... Oh nee, das reicht erst recht nicht. Das sollte eigentlich recht zügig gehen. Und den hier. So. Die zwei machen wir noch. Wunderbar. So, dann haben wir hier wieder einige Sachen getan in Assassin's Creed Brotherhood. Dann werde ich mich mit einem Blick auf den Großteil von Rom verabschieden und sage,
bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Let's Play von Assassin's Creed Brotherhood oder in Minecraft oder in irgendeinem anderen Projekt von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch oder allen davor schon einen Daumen hoch, vielleicht auch ein Abo und einen Kommentar. Oder teilt das Video auf Facebook, YouTube, wo auch immer ihr Lust habt. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Let's Play Assassin's Creed. Und ja, wir sind ja das letzte Mal hier stehen geblieben, mitten in der Pampa. Und wir werden dann mal wieder zu dem Ausrufezeichen gehen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt gerade meinen Namen gehört. Ja, wir holen uns noch ein bisschen Geld raus, bevor die da kommen. Oh, Fabene, da können wir uns gleich mal einen neuen Assassinen rekrutieren. Ah, da kommt einer. Angeritten. Und tot. Einmal gemetzelt und zweimal gemetzelt. Mit dem Bürger reden. Mit der Bürgerin, um genau zu sein. Die eine etwas komische Frisur hat. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war äußerst geschickt. Bitte, lehrt mich so zu kämpfen, wie ihr es tut. Nö. Sonst werdet ihr ja zu gut für mich. So, wir haben wieder einen Assassinen rekrutiert. Das ist sehr gut. So, ich habe mir jetzt dann auch ein bisschen überlegt, was wir so als Specials machen werden. Aber das werde ich jetzt nicht bekannt geben. Sonst wären es ja keine Specials mehr. So, dann holen wir uns dieses Ausrufezeichen bei der Diebesgilde. So, hier hängt noch ein Steckbrief rum. nicht hier, aber hier. So, wir reißen den mal ab. Auch wenn es nicht unbedingt nötig war. Doch, doch. Darum renne ich auch gerade weg. Regeln sind nichts für mich. So, die werden wir mal gekonnt ignorieren und rennen weiter. Weiter, weiter, weiter. Ach ja, mit Ezio durch Rom rennen ist immer lustig. Schmied. Den renovieren wir auch mal. Oh, 1050 Florin. Und immer ein Säufer dabei. So, wir sprechen mal mit dem. Und dann schauen wir mal. Reparieren müssen wir eigentlich alles. Armbrust können wir uns leisten? Machen wir später. Ich will erstmal gucken. Römisches. Nee. Rüstung. So, wir hätten hier Platten, die ganzen Platten und den Lilien, 6, 11, 20, 28, boah, 30.000, das bringt alles plus 1, ja komm, kaufen wir das mal, wir halten so viel, dass wir uns 11.000 haben wir noch, das brauchen wir nicht. Munition füllen wir auch gerade noch mal auf. So, dann können wir uns empfiehlt mich euren Freund. Mal gucken. Vom Schneider von der Bank brauchen wir auch gerade nichts. Dann gehen wir mal rein zu La Volpe. Den Säufern. auf zu Schwertern. La Volpe. Buongiorno, Ezio.
Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Schön. Ezio. Gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Okay. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Oh, ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Oh. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio?